Bergab ging's am Freitagabend wahrlich nur für ein Team. Wacker bekam die nächste Watschen und das ausgerechnet vom Aufsteiger. Die Gastgeber von Beginn an stürmisch und in Minute 21 mit dem ersten Tor. Flanke Fabian Klose und da vorne ist er, Patrick Hopsch, mit dem Führungstreffer für Seligenporten. Nur 6 Minuten später dann das nächste Ausrufezeichen. Julian Schäf macht sehr gut auf den Ex-Burghausener. Ja, auch das noch. Und wie Marcel Mosch ballert den SVS zum 2:0. Und Wacker? Ja, lassen wir mal diese Szene hier kurz vor der Pause dafür sprechen, wie sich die Gäste präsentierten. Gar nicht gut. Im Gegensatz zu den Hausherren. Und bitteschön, ab geht's im Kloster. Und das sowas von. Patrick Hopsch vollendet einen Konter, der sich definitiv sehen lassen kann. Wacker-Coach Uwe Wolf hatte es im Anschluss sehr eilig. Ganz ehrlich, zu dieser Halbzeit will wohl niemand gern in der Gästekabine gesessen sein. Auf jeden Fall schien die Ansprache des Trainers zu wirken. Denn den mitgereisten Burghausen-Fans unter den rund 250 Zuschauern sollte Erfreuliches geboten werden. Die 60. Minute, Freistoß, Andermatt, Tor, Juvel Zomo zum 3:1. So einfach kann's gehen. Weiter, direkt weiter, das war dann auch die Marschroute der Gäste, die hier aufs Tempo drückten und sich in der nächsten Szene betrogen sahen. Frage nur, warum? 11 Meter entschied Schiri Tobias Baumann folgerichtig. Diese ganze Hektik hier für die Katz, denn Bastian Herzner verwandelte zur vermeintlichen Entscheidung dem 4:1. Aber das war's noch lange nicht, denn Wacker blieb dran und nutzte einen klaren Torwartfehler. SVS-Keeper Christopher Pfeiffer zögert, kommt dann doch raus und bekommt die Quittung. Benji Kindsvater mit seinem ersten Saisontor zum 4:2. Und jetzt wurde es nochmal spannend, denn es gab in der 87. Minute nochmal Elfmeter. Juvel Zomo machte seinen Doppelpack. Wacker mit Wucht, Burghausen nochmal mit der Brechstange, aber das Team ohne weiteres Tor. Uwe Wolfs Rechnung ging nicht auf. Geil für den SVS bzw. ungeil für Wacker, denn in Seligenporten ging es in der Tabelle nochmal weiter runter bis in die Abstiegsränge.